Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch einen Schnelleinstiegsguide in das Designen von AI-Charakteren bieten. Das machen wir an dem Beispiel eines modifizierten Sheriffs, aka Codename Eagle, der auch im Upcoming AI Design Contest gefeatured werden wird. Bevor es jedoch losgeht, brauchen wir den Unofficial Crusader Patcher sowie den AI Village Editor von Firefly Studios. Download-Links gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Beginnen wir nun zunächst das Konzept des Charakters zu entwerfen. Dazu bauen wir eine Burg im Strong Crusader Editor und überlegen uns schon einmal, was die KI für Gebäude und Wirtschaftsketten nutzen soll. Wir benutzen in unserem Fall die Wirtschaftsketten, die der Sheriff bereits besitzt. Das sind Bier und Waffenproduktion für Armbrüste und Keulen. Ich empfehle zuerst, das Design der Verteidigungsanlagen anzulegen und anschließend die Wirtschaftsgebäude in die fertige Burg zu setzen. Große Gebäude sollten dabei die Platzbestimmung für andere Gebäude angeben. Achtet auch immer darauf, genügend Löschgebäude und Hütten zu platzieren. Wenn ihr mit dem groben Konzept der Burg fertig seid, könnt ihr im Anschluss direkt die Verteidigungsanlagen etwas bemannen und sogar mit ein paar feindlichen Truppen austesten. Als nächstes speichert ihr euch einen Screenshot des Grundrisses der Burg ab, druckt ihn aus oder schiebt ihn auf euren zweiten Bildschirm. Im Anschluss könnt ihr den AI Village Editor starten. Im Editor angekommen, startet ihr mit dem Nachbau eurer Burg. Dabei achtet ihr am besten auf eine möglichst effiziente Baureihenfolge und dass eure Burg in möglichst wenig Bauabschnitten gebaut wird. Ein einfacher Trick, den Außenwall in einem einzigen Schritt zu platzieren, ist es zum Beispiel, indem man eine Art Gussform aus anderen Gebäuden baut und dann den Wall einfach von einem Ende zum anderen zieht. Dies sollte man allerdings direkt am Anfang des Erstellungsprozesses tun, da sonst der Editor bereits voll ist und kein Platz für die Gussform bleibt. Hat man den Wall platziert, kann man zurückspulen und zunächst die Steingebäude platzieren. Der Wall wird von der KI nämlich auch ohne Stein gecheatet. Ich würde außerdem empfehlen, zunächst alles, was Mauern und Türme beinhaltet, zu setzen und später die Baureihenfolge für die Produktion durch Zurückspulen in die Baureihenfolge der Außenmauern und der Burgwelle rein zu platzieren. Ganz am Anfang der Baureihenfolge solltet ihr alle Hütten platzieren, dann Kornspeicher, Waffenlager und das erste Truppenausbildungsgebäude. Die Hütten baut die KI nicht alle am Anfang, sie baut sie dann, wenn sie sie braucht. Vergesst am besten keine essentiellen Gebäude, den Markt könnt ihr natürlich auch später platzieren, aber haltet euch einen Platz für ihn frei. Um Plätze für wichtige Gebäude freizuhalten, könnt ihr zum Beispiel Gebäude als Platzhalter platzieren. Sollte eure KI mehrere Truppenausbildungsgebäude haben, empfehle ich es, die unwichtigeren Truppenausbildungsgebäude weit hinten in der Baureihenfolge hinzusetzen, damit die KI ihr Gold nicht für unwichtigere Truppen zum Fenster rauswirft. Sollte eure KI auch einen Burggraben besitzen, so wäre es empfehlenswert, diesen möglichst auch am Anfang der Baureihenfolge mit zu platzieren, sodass die Ausheber des Burggrabens früh damit beginnen können. Ihr könnt solche Sachen wie Pechgruben oder Wassergraben in einer Linie setzen, ihr müsst nicht absetzen und könnt damit Bauschritte sparen. Vergesst nicht, regelmäßig zu speichern, der Village Editor kann auch mal abstürzen. Zum Schluss setzt ihr dann am besten noch sowas wie Mördergruben, Hundekäfige oder was auch immer ihr euch an Verteidigungsanlagen ausdenkt und platziert die ganzen verschiedenen Truppen, die die KI bauen soll. Platziert dabei nicht zu viele Truppen, denn es ist besser, wenn die KI ein paar Bündelungspunkte hat, als überall verteilt ihre Truppen zu platzieren. Ihr könnt dabei auch mehrere Truppenplatzierungspunkte von einem Typ nah beieinander setzen, um diese Art von Truppe dort zu konzentrieren. Es ist außerdem möglich, mehrere Belagerungsgeräte auf einen Turm zu setzen. Dazu müsst ihr diese alle einfach auf einen dicken Turm platzieren. Sie werden dann von der KI im Spiel nebeneinander gebaut. Nun, da ihr die Burg als AI Village gespeichert habt, kommen wir zum AI Character Sheet. Wenn ihr nur den Vanilla Character Sheet bekommen wollt und bearbeiten wollt, schaltet einfach den Patcher, wählt euer
Game-Verzeichnis aus und dann exportiert ihr hier diese Vanilla AIC mit Export. Dadurch wird der AIC-Folder in eurem Installationsverzeichnis angelegt. Dann wechselt ihr dort einfach hin, nehmt die Vanilla AIC und bearbeitet die. Wir benutzen hier die UCP Bugfix Aggressive AI AIC von mir. Da habe ich schon so ein paar Effizienzänderungen an den Charakteren vorgenommen. Damit sollte die Bearbeitung etwas schneller gehen. Ihr könnt das Ding natürlich auch downloaden. Habe ich in die downloadbaren Dateien unten in der Infobox gepackt. Das einfach mal öffnen mit Notepad++ haben wir hier schon. Und jetzt scrollen wir runter zum Sheriff. Der müsste Nummer 14 sein. Jetzt markieren wir einfach mal den Sheriff und schneiden den Sheriff aus und speichern dieses Ding unter einem neuen Namen ab, und zwar NoSheriff AIC, und legen jetzt den Sheriff extra an und benennen die angelegte TXT-Datei einfach in .aic, und das sollte reichen. Das sind im Prinzip einfach nur Textdateien. Jetzt speichern wir unseren Sheriff einzeln ab. So können wir ihn einzeln im Unofficial Crusader Patch laden. Jetzt kopieren wir uns das Ding. Und unsere Kopie benennen wir einfach mal oben in unseren Hedgehog, unseren Eagle. Und den wollen wir jetzt erstellen. Dabei gucken wir uns einfach die Werte des Sheriffs an. Ich erkläre einfach mal ganz kurz zu jedem Wert, was der macht. Critical Popularity ist nicht ganz so wichtig, da rastet die KI irgendwann so aus. Lowest Popularity bis Highest Popularity ist das, was meistens vorherrscht. In dem Rahmen bewegt sich die Beliebtheit. Die Werte sind mit 100 multipliziert. Das hier ist die Steuerstufe, die die KI verstellt in einem Schritt. Das hier sind die maximalen Steuern. Was die ganzen Werte exakt sind, könnt ihr auch in meinem ausführlicheren englischen ARC-Video nachverfolgen. Hier sind die Farmen, die die KI baut. Hier sind die Populations, die die KI pro Rohstoffgebäude braucht. Daher, wenn sie zum Beispiel hier eine 12 stehen hat, dann wird sie den zweiten Query erst bei 24 Bevölkerung und den dritten Query erst bei 36 Bevölkerung bauen. Queries sind Steinbrüche, falls ihr das nicht wisst. Ja, die maximale Bevölkerung unserer KI wollen wir bei 90 ansiedeln. Daher, wir wissen, unsere KI hat bereits 24 Bevölkerung in unserem AI Village. 9 davon sind übrigens Brunnen, falls ihr euch fragt. Dann erhöhen wir einfach mal die Anzahl der Woodcutter auf 12, der Holzfäller. Und die Anzahl der maximalen Farmen passt eigentlich so. Wir müssen dabei bedenken, die Hopfenfarmen zählen nicht ins Farmlimit hinein. Die werden einfach extra gebaut, daher kommen wir hier eher auf sowas wie 16. Kommen wir insgesamt auf circa 85 Bevölkerung, wenn ich mich nicht irre. Das Bild in der Wahl wollen wir ein bisschen runtersetzen. Wir wollen, dass die KI so schnell aufbaut wie möglich, denn wir haben sehr viele kleine Wallabschnitte. Wenn ihr wenige kleine Wallabschnitte habt, könnt ihr das auch größer lassen. Hier die Geschwindigkeit, mit der getötete Ressourcengebäude nachgebaut werden. Wir haben einen kleinen Kornspeicher, also sagen wir 180 maximales Essen. Wir wollen nicht, dass die KI doppelte Rationen gibt, da es effizienter ist, das Essen zu verkaufen. Hier könnt ihr die minimale Nahrung einstellen, die ihr im Kornspeicher haben möchte. Diese wird erst angebraucht, wenn die Popularity niedriger sinkt. Ich empfehle da nur die Nahrungsart, die die KI eh am meisten produziert, zu benutzen. Dann muss die KI nicht ständig was kaufen. Minimaler Hopfen ist auf jeden Fall nicht schlecht, damit der Bioschank immer da bleibt. Wir brauchen aber nicht so viel. Trade Amount of Food würde ich niedrig sinken. Normalerweise sollte die KI nur Essen kaufen, wenn sie, naja, gerade relativ am Arsch ist, daher ihre Farben nicht verteidigen kann. Also das ein bisschen niedriger setzen. Trade Amount Equipment genauso. Was diese Werte machen, weiß ich nicht. Dieser Wert ist der Wert, ab dem die KI doppelte Rationen gibt an Nahrung. Maximales Holz können wir ein bisschen hochsetzen. Wir haben ungefähr 3 Plätze für Holz in unserem Vorratslager zur Verfügung. Steine gehen runter, da wir maximal Torhäuser bauen und die Unterkünfte das teuerste Gebäude ist bei uns, was Steine angeht. Maximales Equipment, 11 passt eigentlich mit 4, dann haben wir 3×15 sind 45, sind eh nur 3 verschiedene Arten von Equipment, die wir produzieren wollen. Maces, Crossbows und die Lederrüstung.
Und das hier ist übrigens der Wert, ab dem die KI anfängt, Truppen zu rekrutieren, also das Goldlimit. Wenn sie weniger Gold hat, rekrutiert sie eher keine Truppen. Können wir ein bisschen drunter setzen. Das teuerste Gebäude, was wir bauen, ist die Schmiede mit 200 Gold. Also 200 sollte es mindestens sein. Hier können wir gucken, welche Rohstoffe instant verkauft werden und nicht angesammelt werden. Das passt so, da wir den Sheriff genauso verwenden, wie er eigentlich ist. Aber was diese Werte machen, weiß ich nicht. Als nächstes, hier können wir bestimmen, ab welchem Goldstand die KI defensive Siege Engines baut, was wir vorher überlisten, und Trieböcke. In unserem Fall, da wir keine Tau Siege Engines haben. Wir setzen das mal auf minus 54, wo wir eigentlich sehr selten solche Dinger bauen. Und meistens gibt die KI ihr Geld vor 54 sowieso für Truppen aus. So, Anno 72, Anno 73 ist auch noch unbekannt. Bitte einfach mal rausfinden, wenn ihr Lust habt. Wir wollen eine sehr defensive KI bauen. Hier könnt ihr im Prinzip die Probabilities für die verschiedenen Einheitentypen, die rekrutiert werden, einstellen. Wir wollen, dass die KI sehr defensiv rekrutiert, also stellen wir die defensiven Dinger hoch. Die Default-Werte müssen zusammen 100 ergeben, die Weak-Werte und die Strong-Werte jeweils auch, da es sich um Wahrscheinlichkeiten handelt. Wir können hier einfach mal den Rate auf 20% senken, wenn auf 30 passt. Im Weak-Fall wird sie nur defensive Truppen rekrutieren. Und sie wird nur angreifen, wenn sie strong ist, und zwar zu 20% Wahrscheinlichkeit. Wir wollen eigentlich nicht wirklich, dass diese KI angreift. Sortie Units Max 6 passt für Crossbowmen, dann werden wir nicht zu viele bauen. Das hier sind im Prinzip die Störtruppen, die die KI aussendet, wenn ihre Farmen angegriffen werden. Digging-Truppen würden wir vielleicht ein paar mehr nehmen. Recruitment Intervall 2. Passt eigentlich, wenn sie stark oder weak ist. Soll sie deutlich schneller rekrutieren. Wenn sie gerade nicht so stark ist, also normal, dann kann sie ruhig ein bisschen langsamer rekrutieren, mehr Wirtschaft machen, um wieder stärker zu werden. Wir wollen eine sehr, sehr defensiv ausgerichtete KI haben. Anon 93 sind die Anzahl der Gruppen an Außenverteidigern. Setzen wir auf 2 und 1 bedeutet, dass sie sich bewegen dürfen, und wäre, dass sie sich nicht bewegen dürfen. Aber diese Truppen, Außentruppen, bestehen nur jeweils aus 10, da wir nur einen Differenzwert von 10 von 42 auf 52 haben. Das hier sind die, die auf den Wellen stehen von der Gesamtverteidigung. Wir wollen keine Assassinen mehr als Verteidiger, da die sehr ineffizient sind. Wir wollen lediglich Crossbowmen und Fire. Allerdings haben wir noch die arabischen Archer. Die arabischen Bogenschützen, die können nämlich Pechgruben auslösen und die brauchen wir deshalb. Falls die Fireflower mal sterben sollen. Raid Units wollen wir nicht Assassins nehmen, sondern auch Macemen. Sonst bekommen wir viel zu viele Assassins und das Gold verschwindet wie nix aus unserer Schatzkammer. So, dann können wir gucken: 190 sind Katapulte, 358 sind Feuerballisten, können ruhig das Verhältnis etwas anpassen und mehr Katapulte schicken zum Raiden. 5 passt eigentlich, das hier ist die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, soweit ich weiß. Die Attack Force können wir etwas niedriger setzen, wir wollen eigentlich gar nicht, dass sie KI attackt und wollen auch nicht, dass sie irgendwelche random Sachen macht, da wir sie im AI-Contest benutzen wollen. Als nächstes haben wir hier die Truppen, die sie aufstellt, wenn sie den Gegner angreift. Das wollen wir ein bisschen verändern. 13 Engineers rekrutiert sie für einen Angriff. Diese Siege Engines baut sie auch für den Angriff. Das hier ist, glaube ich, auch wieder die Geschwindigkeit, mit der sie die Siege Engines auf den Gegner zubewegt. Manche KIs haben da erheblich hohe Werte im Vanilla stehen. Diese bauen normalerweise auch keine Siege Engines oder sie schicken ihre Siege Engines einfach direkt in den Turret. Bisschen mehr Engineers schadet nichts, so ist noch ein bisschen was übrig, falls welche sterben. Ja, Digging Unit, Macemen brauche ich nicht ganz so viele. An sich können wir auch genauso gut die Attack Unit 2 nehmen für Ranged Units, die angreifen sollen. Da wir ein Problem hätten, wenn wir die zum Beispiel in Range Push oder Range Backup Units reinhauen, da diese manchmal einfach verbuggt nur rumstehen und nichts wirklich machen. Dadurch kann es dann zu ewigen Aussetzern kommen und die KI macht dann im Prinzip nichts und ortet einfach nur Gold. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die KI immer ihre Truppen komplett benutzt.
daher hier in Attack Unit 2. Das sind die Attack Units, die normalerweise für Wirtschaftsgebäude gehen und die Wirtschaftsgebäude angreifen und auch die Wälder direkt angreifen. Und vor den anderen Truppen angreifen. 16 Assassins passt eigentlich, damit kann man Torhäuser überrennen. Range Push und Range Backup haben wir ausgelassen aus bekanntem Grund. Außerdem können wir noch 20 Macemen für die Außentruppen einsetzen. Das sind Truppen, die alle Außentruppen der KI angreifen, daher Truppen, die nicht in der Burg sind. Wenn wir jetzt noch für Firethrow als Zielschirm in Dev einsetzen, dann stehen die halt ein bisschen rum und gehen dann auch auf die Burg zu und setzen sie in Flammen. Das ist sehr gut, um die Wirtschaft des Gegners zu schwächen. Hier ist die Anzahl der Gruppen. Hier ist übrigens auch wieder jeweils die Anzahl der Gruppen der Truppen, die darüber sind. Soweit ich weiß. Attack und Main sind diese vier Stück hier, die sind einfach nur nicht umbenannt. Und wir haben hier einfach zweimal Macemen stehen, das bedeutet Coin-Schwinger, die auf den Gegner zurennen. Okay, jetzt haben wir unseren Eagle fertig. Jetzt müssen wir nur noch mit dem Patch installieren. Dafür nehmen wir den Patch. Gucken, dass wir hier die gefixten Vanillebogen rausnehmen, weil wir das eh gleich ersetzen werden. Aber ist egal, wir können es auch drin lassen, wir setzen es danach sowieso. Hedgehog und UCP Bugfix Aggressive AI No Sheriff sind die beiden Dinge, die wir selektieren. Und dann installieren wir den Patch. So, nach fertiger Installation bleibt es uns noch übrig, das ganze Ding auszutesten. Ja, wie ihr seht, habe ich den Zuschauermodus aktiviert. Ich habe noch ein paar kleinere Änderungen vorgenommen und die AIV-Dateien für den Sheriff ersetzt durch unsere erstellte AIV-Datei. Wie das funktioniert, könnt ihr gerne unten im AIV-Tutorial-Video nachschauen. Wir werden jetzt hier mal zwei Sheriffs gegen zwei Wölfe antreten lassen. Oder sagen wir mal, einen Wolf und zwei Richards. Und dabei können wir dem roten Sheriff zugucken, da ich die Map so modifiziert habe, dass wir quasi mit der KI zusammenspielen können. Und schauen wir einfach mal, was passiert. Setzen den Wolf in die Mitte. Jo, viel Spaß. Ja, im Spiel selbst könnt ihr dann den Aufbau der KI verfolgen, sehen, ob die Baureihenfolge stimmt. Die Beliebtheit, die Waffenkammer und den Kornspeicher, genauso wie das Vorratslager, mal so ein bisschen Blick behalten. Durch den Zuschauermodus, in dem ihr selber mit der KI spielt, könnt ihr da auch genauere Daten abmessen. Es ist von Vorteil, so ein bisschen zu schauen, wie die KI verteidigt, auch mal verschiedene Gegner zu benutzen. Hier haben wir quasi einfach nur einen Test als Beispiel. Und dann seht ihr ja, ob die KI dem Schwierigkeitsgrad entspricht, den ihr euch vorgestellt habt. Ansonsten könnt ihr natürlich jederzeit Änderungen im AIC oder ARV-File vornehmen, um die KI eurer Vorstellung anzupassen. Das Burgdesign wurde inspiriert von Heroes Florian, vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Das Design ist eine offene Burg und es gibt diese Art Schießscharten, die Armbrustschützen und Bogenschützen stehen auf einer Treppenstufe unter Zinn, können dadurch nur schwer von gegnerischen Bogen- und Armbrustschützen getroffen werden. Ich denke, wenn ihr dann eure KI genug getestet habt und alle Änderungen vorgenommen habt, die ihr vornehmen wollt, könnt ihr im Prinzip aufhören und sie anderen zur Verfügung stellen. Viel Spaß beim selber kreieren. Ich hoffe, ihr nehmt auch teil beim nächsten AI-Contest, der im August stattfinden wird. Diese KI, die wir gerade erstellt haben, gibt es hier zum Download und die wird auch einer der Gegner sein, der im nächsten AI-Contest von eurer KI besiegt werden muss. Ja, viel Spaß dabei. Kommentare, Anregungen, Fragen, alles einfach an mich persönlich oder unten in die Kommentare. Und ja, einfach abonnieren für mehr Content von Strong Crusader oder liken, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.